Hallo MMA for Today Fans, ich bin hier mit Anatoly Bar. Anatoly Bar, wie geht's dir? Alles gut soweit, wie geht's euch? Bestens, dankeschön. In 2 Wochen ist es soweit, du wirst dann bei PFL Europe starten. Wie läuft deine Vorbereitung, wie geht's dir? Meine Vorbereitung läuft super, also ich fühle mich sehr gut und jetzt haben wir noch 2 Wochen bis dahin. Da wird auch noch Gewicht gemacht und es kann nicht besser laufen, also bin komplett zufrieden. Du hast zuletzt vor 3 Jahren gekämpft. Kannst du uns erklären, woran es liegt? Genau, ich habe das letzte Mal vor 3 Jahren gekämpft. Es hängt auch mit dem zusammen, dass ich jetzt ein eigenes Gym habe in Sindelfing, Fight Club Siberian Tiger. Und ich bin Vater geworden und ja, wie man es halt so kennt, manche Kämpfe sind ausgefallen, dann war ich auch mal verletzt, dann, wie gesagt, muss ich sehr viel Zeit der Familie widmen, meinem Gym widmen und das bringt mir letzten Endes die Brötchen, um meine Familie zu versorgen, genau, aber jetzt ist nicht mehr so lang, nach 3 Jahren kämen wir wieder in den Cage zurück. Hast du dann vor, wieder öfters zu kämpfen, wenn es gesundheitlich passen sollte? Auf jeden Fall, also ich habe noch einige gute Jahre vor mir und die will ich auf jeden Fall noch sinnvoll nutzen. Du kämpfst jetzt auf einer der größten Bühnen der Welt. PFL ist zwar PFL Euro sozusagen ein Ableger, aber man kann sich halt ein Ticket kaufen oder erkämpfen in die richtige, reguläre PFL-Season. Wie sehr motiviert dich das? Das motiviert mich auf jeden Fall sehr, da mit dabei zu sein und allgemein diese Chance zu haben, mich dort zu beweisen und eventuell auch mein Ticket einzulösen. Und bereitet man sich schon mal extra vor? Gibt es da noch mal eine extra Motivation? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das Ganze nochmal extra motiviert. Ich nehme das Ganze wie jeden anderen Kampf. Ich nehme das Ganze ernst. Mir geht es um alles, wenn ich kämpfe. Und meine größte Motivation ist mein Sohn. Also egal, wo ich jetzt kämpfen würde, bei welcher Veranstaltung, also meine größte Motivation, egal bei was, ist mein Sohn. Ja. Dein Gegner hat eine Statistik von 12-4. Ist auch eigentlich ein Finisher, hat sehr viele Finishes. Du hingegen, du genauso. Sprich, du hast von 9 Siegen 7 Finishes. Was für eine Schlacht wird das? Wird es ein vorzeitiges Ende geben oder was glaubst du, wie wird der Kampf ausgehen, wenn dann 2 Panzer aufeinander zutreten? Also mein Gegner hat sich ja gewechselt. Ich kämpfe ja nicht mehr gegen Zafra Mohsen. Ich kämpfe jetzt gegen einen Spanier. Und unabhängig aber davon, ich denke mal, Leichtgewichtsklasse hat auf jeden Fall genug Bums, um den Kampf vorzeitig zu entscheiden. Und ich bin ja nicht so der Fan, den Kampf den Punktrichtern zu überlassen, weil ich habe damit nicht so gute Erfahrungen gemacht. Und dementsprechend werde ich auf jeden Fall alles geben, um den Kampf vorzeitig zu beenden. Und wie bereitet sich vor, wenn ein Kämpfer kurzfristig, wenn er kurzfristig geändert wird? Ganz ehrlich, an der Vorbereitung wird sich da nicht viel ändern. Der Plan bleibt gleich, den Sieg nach Hause zu schaukeln. Natürlich gibt es ein paar technische Schliffe, die man dann abändern müsste, aber das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Und wie kam Kontakt zu PFL zustande? Kamen die auf dich zu oder wie ging das Ganze ab? Es war alles ganz spontan. Dennis hat mich angerufen gehabt und hat gefragt, ob ich Bock habe, bei PFL zu kämpfen. Ich habe natürlich ja gesagt. Und ja, das eine hat zum anderen geführt und plötzlich waren wir da mit auf der Fightcard. Ja, freue ich mich auf jeden Fall. Ja, wir freuen uns auch und wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, dann sehen wir uns in 2 Wochen. Auf jeden Fall, würde mich freuen. Und hoffentlich auch mit dem Sieg. Dankeschön. Danke auch.